ab jetzt bin ich Darsteller und ich spiele den Kandidat. Und vorher bin ich beim Entstehungsprozess dabei gewesen. Also ich durfte Musik schreiben und auch die schweizerdeutschen Dialoge. Und ich spiele. Der Probealltag ist sehr taktet. Also wir haben ja nicht viel Probezeit. Das heisst, wir müssen alle sehr gut vorbereitet sein. Wir haben immer viele Inputs den ganzen Tag. Und dann in der Nacht liegen wir alle im Bett und haben die ganzen Melodien und die ganzen Anweisungen vom Regisseur im Kopf. Und wichtig ist, dass wir natürlich am nächsten Tag das umsetzen können, respektive dann von dort weiterarbeiten, wo wir gestern aufgehört haben. Aber es ist alles ein bisschen parallel. Also es ist Musik ist gleichzeitig, wie mit der Choreografie muss man natürlich zusammenbringen und auch szenische Arbeit. Und in dieser kurzen Zeit ist es sehr intensiv. Viele, die kommen schauen, kennen natürlich das Heidi-Musical. Und ich habe versucht, der Erwartung können zu erfüllen, indem ich wirklich viele Emotionen drin habe. Es gibt viel Abwechslung. Es gibt auch ein bisschen ungewohnte Musik, dass zum Beispiel so eine Fräulein Rottenmeier eine Swing-Nummer hat. Die Zuschauer können sich auf grosse Emotionen freuen. Nun, Adelheid, hast du alles recht begriffen? Ja, ich habe alles verstanden.